Nach Angaben der malaysischen Zollbehörden ist das die größte Menge Rauschgift, die je in dem Land beschlagnahmt wurde. Die Ermittler konnten in der vergangenen Woche fast 1,2 Tonnen Methamphetamine sicherstellen. Daneben wurde auch eine kleinere Menge Heroin gefunden. Die Drogen befanden sich in goldenen Vakuumverpackungen mit einem Versace-Logo. Offiziell waren die Packungen als Lebensmittel deklariert. Beim Zugriff der Ermittler in einem Vorort von Kuala Lumpur habe es Festnahmen gegeben, sagte der Chef der malaysischen Zollbehörden. Der Zoll hat sechs Verdächtige inhaftiert. Drei von ihnen haben die Staatsbürgerschaft von Myanmar, drei die von Malaysia. Die Drogen waren nach Aussagen des Zolls für den lokalen Markt in Malaysia bestimmt. Der Verkaufswert wird auf über 14 Millionen Euro geschätzt.